Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zum nächsten Mittwochsvideo. Dem einen oder anderen ist vielleicht im letzten Video da hinten die blaue Tonne aufgefallen. Das sind diese Fässer, die ich besorgt habe, um am Teich so ein Podest zu bauen. Da das aber dieses Jahr nichts mehr wird, habe ich die Dinger jetzt hier stehen. Habe ich mir überlegt, ich hätte gern links und rechts neben dem Podest ein so ein Ding stehen, jeweils beleuchtet. Und wie das funktioniert, zeige ich euch heute. Viel Spaß und let's go. So, wir müssen uns aber heute ein bisschen auf den Teil der Halle beschränken, weil da sind zwei, drei Sachen, die ihr noch nicht sehen sollt. Oder in den nächsten Videos sehen. Als allererstes brauchen wir einen LED-Stripe, am besten einen, der über WLAN läuft. Dann natürlich so ein Fass. Und damit fangen wir erstmal an. So, als allererstes habe ich mir hier wieder so einen LED-Stripe gekauft. Schon aufgeschnitten. Auf jeden Fall einer, der über WLAN läuft. Das brauche ich nicht. Ist im Endeffekt wie jeder andere auch, nur dass hier so ein Ding dabei ist. Ich denke mal, da ist die ganze Technik für WLAN und den Scheiß drin. Das kriegt dann auch ganz normal Strom. Sagen, da war noch ein Fernbedienung bei. So, als allererstes braucht das Ding hier erstmal Strom. Zack. Dann leuchtet das, dann öffne ich wieder meine App. So, jetzt blinkt das schon, sehr gut. Hinzufügen. Hat er irgendwie schon erkannt. Hinzufügen. Gerät hinzufügen. Weiter. Das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Der ist jetzt schon am Registrieren. Das heißt, er funktioniert jetzt gleich schon. Beim letzten Mal musste ich das zwei, drei Mal wiederholen. Keine Ahnung, warum das heute so gut funktioniert. Zop. So, ist das Gerät da drin. Sieht man das? Farben. Rot. Und vielleicht mal hier ein bisschen dunkler machen. Ups, ja. Und jetzt sieht man das, glaube ich, besser. So, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Licht an. So, top, das ist schon mal eingerichtet. Jetzt muss aber der Kram da unten rein, damit das leuchtet. Und das machen wir jetzt. So, bei dem anderen Ding habe ich mir dafür hier so einen, keine Ahnung, Kabelkanal oder wie man die Dinger nennt, genommen. Stecke ich hier schräg an. So, dass er da unten ist. Dann merke ich mir das. So, dass ich den auch noch rauskriege. Wenn er da so schräg drin steht, also das hier. So, jetzt säge ich das einmal ab. So, den habe ich jetzt so gekürzt, dass er auf keinen Fall reinfüllen kann, dass er dick ist. Dann habe ich hier noch so ein Stück Kabel. Dann hole ich das erstmal ab. Ein Stück ab. Fangen das an, hier anzukleben. Und dann sieht man das. Dann wickele ich mir das hier schön auf. Das reiße ich ab. Ich klebe nur das erste Stück, weil da bewegt sich sowieso nichts mehr. Dann wickele ich das jetzt hier auf einfach. Der LED-Stripe ist 5 Meter. Also das passt dann ziemlich genau. Ich habe mir das nicht ausgerechnet oder irgendwas, das hat durch Zufall gepasst. So, wickele ich mir das auf bis oben hin. Da habe ich hier so ein Laserschwert. So. Und
hier oben könnte ich das ankleben. Das beim letzten Mal habe ich hier mit dem Draht habe ich was gemacht. So, damit man das ein bisschen besser sieht, mache ich hier hinten das Licht nochmal aus. So. Das ist jetzt der Pin. Stecke ich einfach rein. Und schon ist die Nummer fertig. Jetzt habe ich zwei von den Dingern und kann dann halt jede Farbe machen, wo ich dann Bock drauf habe. So habe ich mir das vorgestellt. Der eine da hinten in der Ecke, der soll ja weg. Da wollte ich einen Kühlschrank oder sowas haben. Und ja, jetzt soll einer links und einer rechts vom Podest. So, ein bisschen Platz machen. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Kannst dich abends hinsetzen, hast nicht krass helle Beleuchtung, sitzt aber auch nicht im Dunkeln, also ist ganz cool. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe zu Hause noch ältere Tablets rumfliegen. Dachte ich, wäre ganz cool, wenn ich die mit hier hinnehme oder eins zumindest. Schraube mir das irgendwie ordentlich vernünftig an der Wand. Das kriegt dauerhaft Strom und ich kann dann die Halle damit steuern. Muss dann nicht immer mein Handy mit, also Handy hat man sowieso immer mit, wer geht ohne Handy raus. Aber wenn mal Akku leer ist oder. Auf jeden Fall habe ich zwei alte Tablets, ein so ein iPad irgendwas und ein so ein altes Samsung. Bei dem Samsung gibt es die App nicht, weil wird nicht unterstützt. Und hier bei dem Tablet, das lag jetzt keine Ahnung ein halbes Jahr im Schrank, ich weiß den PIN nicht mehr. Ich musste jetzt schon zweimal 5 Minuten warten. Vielleicht mein Geburtsjahr. Auch nicht. Ich habe schon alles ausprobiert. Jetzt 15 Minuten. Keine Ahnung. Man wird einfach gezwungen, ein neues Tablet zu kaufen für so einen Kack. Die Dinger liegen zu Hause in der Schublade rum und kein Mensch kann damit mehr irgendwas machen. Und selbst zum YouTube gucken kannst du das nicht gebrauchen, weil das läuft so langsam. Richtig nervig. Dann habe ich aber noch was. So, jetzt wird es ein bisschen dunkel. Jetzt gehen wir in die Nebenhalle, die neben meiner Halle sofort ist. Hier habe ich so einen Schlauch und hier habe ich so ein Gasheizdingsgerät. Das funktioniert auch. Der läuft mit Gas und Strom. Hinten geht ein Ventilator an und macht eine Flamme und pustet den Scheiß dann oder die warme Luft nach vorne. Dann habe ich mir gedacht, es wäre ganz cool, wenn er hier steht, damit er keinen Krach macht. Pustet mir die warme Luft durch den Schlauch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ihr nichts seht. Durch den Schlauch hier rein. Das funktioniert auch. Das ist ein 200er Schlauch und das Ding hat auch 200. 200er Anschluss, der Schlauch hat 200. Dann habe ich mir gedacht, das wäre ganz schick, wenn die Leitung hier hoch geht. Oder diese, ich habe so HT-Rohre gekauft. Leitung geht hier hoch, irgendwie in der Höhe von dem Träger hier. Und dann wollte ich das hier schön an der Wand dran lang, bis hinten in der Ecke. Hinten Blindstopfen drauf, ein paar Löcher reingebohrt und ja, dann pustet er mir hier schön warme Luft rein im Winter und dieses Gebläse, was Krach macht, steht drüben in der anderen Halle und ich höre das nicht. Das war der Plan. Wie gesagt, dann, so ein bisschen kann mir nicht anders rumdrehen, habe ich das ein bisschen krass reduziert und zwar von 200 auf 110er Rohr. Habe das hier reingesteckt, zugemacht, habe da so eine Schlauchschelle drum gemacht, habe das schön angezogen. Und beim letzten Dreh vom Schraubenzieher, als ich das angezogen habe, ist das Ding ausgegangen. Ich denke mal, weil er die Luft nicht schnell genug wegkriegt. Ja, also das war mein Plan. Funktioniert nicht so richtig geil. Ich habe den Kassenbon auch nicht mehr. Dann habe ich mir die ganzen Halter für eine Wand habe ich auch schon mitgenommen. Kann ich nicht mehr zurückgeben. Irgendwie kriege ich das schon verbastelt. Jetzt habe ich mir überlegt, ich glaube, diese HT-Rohre, diese grauen gibt's. Ich weiß nicht, ob es die in 200 gibt, muss ich mal gucken. Aber ich habe im Baumarkt gesehen, diese KG, diese orangenen,
gibt es ein 200, da wollte ich mir nochmal 2-3 Meter kaufen, das dann da draufstecken und das nochmal probieren. Weil an sich ist es eigentlich eine coole Geschichte, wenn du hier oben dann die Leitung dran lang hast und der pustet dir halt schön die warme Luft hier rein und der Krach ist drüben. So, dann, ich nutze das Mittwochsvideo jetzt einfach so ein bisschen als, ja, keine Ahnung, so ein bisschen als Informationsblock, keine Ahnung, was so die Woche über passiert ist. Finde ich ganz cool, dann kann man mal so ein bisschen was erzählen und ja, muss nicht immer irgendwie, ja, in irgendeinem anderen Video irgendwas erzählen, keine Ahnung, kann diesen ganzen Kram, der nebenbei ist, einfach dann so und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier vorne, so, darf nicht zu weit, da ist schon das nächste Projekt. Auf jeden Fall habe ich hier das ganze Holz umfliegen. Da wollte ich mir jetzt irgendwie ein Regal dann wahrscheinlich hier an der Wand bauen. Entweder aus Holz oder ich habe eigentlich voll Bock auf Schweißen. Deswegen dachte ich, ja, so Vierkantrohre, dübel da irgendwie 4-5 Latten an der Wand, schweiß mir dann so einen Rahmen da dran, wo ich dann ja in 3-4-5 Ebenen dann das Holz drauf schmeißen kann. Hier habe ich diese 150er Dinger, die kann ich da reinschmeißen. Das sind 4 Meter Bretter, die kann ich dann da oben rein. Dann habe ich das sauber vom Boden weg, weil wie gesagt, das sieht ja ein bisschen usselig aus und nimmt, keine Ahnung, 3 Meter hier von der Ecke weg. Es war erstmal abgestellt, auch auf Palette, dann kann ich es mit dem Hubwagen noch bewegen, aber wenn es erstmal liegt, liegt's. Ansonsten ist nicht viel passiert, heute ist Dienstag, das Video kommt morgen online, ich werde jetzt nach Hause fahren, das noch schneiden. Wir haben jetzt 7:05, bis ich das geschnitten habe und hochgeladen habe, ist wahrscheinlich auch irgendwie 9 oder 10 Uhr. Ich wollte das eigentlich gestern schön machen, aber gestern war ich beim Zahnarzt. Eigentlich nur Kontrolle, alles gut, wir wollten nur über was quatschen. Dann hat er noch eine Kleinigkeit gefunden und hat meine Schnauze so hart betäubt, ich konnte gar nichts. Ich war so froh, dass Maskenpflicht ist und ich war noch einkaufen, dass keiner sieht. Das war, hat sich so komisch angefühlt. Er hat 3-4 Mal reingepiekt, es war so widerlich. Ich habe die Betäubung um 3:30 bekommen und gestern Abend um 8 Uhr war die Betäubung endlich weg. Oder nicht weg, aber so, dass es nicht mehr unangenehm war. Also war auch gestern nichts mit Video machen, deswegen ist das heute kurz vor knapp. Ja, war ein bisschen anders geplant, aber ja, muss man dann nehmen, wie es kommt. So, und deswegen werde ich jetzt schnell nach Hause fahren und das Video schneiden. Ihr müsst auf jeden Fall den Kanal abonnieren, lasst ein Like da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns Freitag. Bis dahin und ciao.